Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 9. Februar. Heute dabei PayPal, Slack, YouTube, Jawbone, Fitbit, Microsoft, Here und Pioneer. Und beginnen tue ich mit einem sehr spannenden Thema und das ist nämlich der erste Bot von PayPal. Und der ermöglicht es, in einem Slack-Chat zu bezahlen. Slack ist ja so ein Gruppen-Kommunikations-Projektverwaltungstool, das kann halt ganz viel. Und dort kann man nun, wenn man in einem Chat ist, einfach via PayPal Geld überweisen. Beispielsweise, wenn einer Kaffee holen soll, dann können alle ja ihre paar Dollar oder Euros reinwerfen, damit derjenige dann auch den Kaffee bezahlt. Das passiert, indem man dann einfach /PayPal die Summe und @Empfänger eingibt. Und wenn die Konten ordentlich verknüpft sind, zack, ist das Geld dann direkt transferiert worden. Ja, das ist erstmal derzeit nur in den USA, in UK, Kanada und Australien am Start. Deutschland noch nicht, obwohl ich mich da drüber freuen würde, wenn ich das da auch mal testen könnte. Etwas, was ich vielleicht eher testen kann, ist YouTube Livestreaming. Zwar nicht direkt, denn das ist jetzt verfügbar, aber nur für Kanäle mit mehr als 10.000 Abonnenten, soll aber auch demnächst für alle freigeschaltet werden. Sprich, man kann dann, ähnlich wie auch Facebook Live oder Periscope, via der YouTube-App live streamen. Das Ganze soll auch monetarisiert werden. Dafür hat YouTube den Superchat erfunden. Und der Superchat, ja, dort können halt Leute klar ihre Chatnachrichten hinterlassen. Und wenn sie dafür Geld bezahlen, werden diese nach oben geschoben und hervorgehoben. Bis zu 5 Stunden angeblich. Und ob das wirklich funktioniert, da bin ich gespannt. Also ich kann es mir schwierig vorstellen. Andererseits habe ich jetzt auch keinen Einblick, wie das so ist in der YouTuber-Szene. Auch gerade vielleicht, wenn man halt auch viele jüngere Fans hat. Ob die nicht hier für, weiß nicht, für 1 Euro oder 50 Cent auch mal ihre Nachricht hochpushen wollen, damit sie die Aufmerksamkeit des YouTubers erhaschen. Schauen wir mal. Wo wir auch schauen können, ist, was zwischen Jawbone und Fitbit passiert. Das sind ja die Hersteller von so Fitness-Wearables. Jawbone hat sich auch vor kurzem erstmal komplett da rausgezogen und macht jetzt nur noch Medical-Wearables und keine Endkonsumenten mehr. Aber die waren sich nie großartig Freund und die bekrabbeln sich immer noch so ein bisschen. Und Jawbone hat jetzt gesagt, Fitbit, die würden halt kriminaltechnisch untersucht, also die sind, wie sagt man so schön, es wird ermittelt. Es wird ermittelt gegen Fitbit. Warum und wie und was, so richtig genau weiß man das nicht und ob das auch überhaupt wirklich hundertprozentig stimmt. Aber Jawbone geht damit erstmal raus und ich glaube nicht, dass die jetzt einfach nur was erfinden. Das bringt auch nicht viel. Microsoft. Die hatten den Dienst Photosynth, der ist 2008 gestartet und hat Panoramen erstellt, die begehbar waren und es gab halt eine App und eine Webseite und die App wurde bereits Mitte 2015 eingestellt und im November 2016 haben die auch die Webseite dazu abgeschaltet. Man konnte sich noch Sachen runterladen, aber jetzt ist wirklich Schicht. Also alles ist weg. Wer sich da seine Panoramen nicht runtergeladen hat, der guckt jetzt in die Röhre. Die sind wirklich weg. Wer das noch gemacht hat und seine Panoramen jetzt lokal hat, der kann sich die mit einem Viewer für Windows und auch für macOS angucken. Schade, schade. Ich glaube, der Dienst war ganz beliebt. Ich habe den öfter mal gehört. Ich selber habe den nicht genutzt. Ja, vielleicht kann man halt auch die runtergeladenen Panoramen woanders wieder hochladen. So ist es ja oft mit Apps und dem World Wide Web. Letztes Thema. Here. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Here, das ist ja der ehemalige Kartendienst von Nokia, der unter anderem zu gleichen Anteilen an Audi, BMW und Daimler verkauft worden ist. Dann ist da später auch noch Intel eingestiegen und es gab eine Partnerschaft mit Nvidia. Und jetzt steht schon wieder die nächste Partnerschaft an, und zwar mit Pioneer. Pioneer kennen vielleicht viele Leute, die machen diverse Unterhaltungselektronik, aber auch sehr viel Equipment fürs Auto, also die klassischen Autoradios, ob klein oder groß. Und die arbeiten nun zusammen. Die wollen sich ergänzen. Klar, hier bringt natürlich die ganze Navigations- und Kartenwissen und Technologie mit. Und Pioneer hat eigentlich schon die Endgeräte, die teilweise in den Geräten in den Autos schon drinstecken. Und auf die hier jetzt natürlich auch mit drauf zugreifen könnte, sofern diese auch updatebar sind.
Das ist ja auch immer die Problematik. Viel kann oft ja nicht passieren, weil die Geräte einfach auch nicht mehr updatebar sind. Gerade so Auto-Entertainment, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der innovativste Bereich für Technologie. Aber vielleicht passiert da jetzt etwas durch die Zusammenarbeit von HERE und Pioneer. Und ja, das war's für mich heute auch schon. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und hoffe, ich höre euch morgen noch einmal zum Abschied der Woche am Freitag. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.